Das Ding hier meine ich eigentlich. Na, mal gucken, was er will. Ich zucke, als ich nach der wunderschönen Steinmarkierung greife. Mein Verstand füllt sich mit dem tödlichen Wissen der wahren Geschichte der Gag. Die niederen Gags sind die unterlegene Art. Sie vegetieren in Teichen, pflanzen sich fort und sterben in Bedeutungslosigkeit. Die erstgebrüteten Gag beobern die Welt. Jeder einzelne ihrer Sprösslinge hinterlässt seinen Ausdruck. Was macht er da? Seinen Abdruck auf dem Schicksal der Galaxie. Um Hilfe der Sprache, okay. Kennt er mich? Dumm gelaufen, wa? Kommst nicht vorbei. Ich bin stärker als du. Na komm, hau ab. Die haben mich auf dem Kieker. Ich werde so sterben. Gut, jetzt müssen wir mal kurz warten. 3, 2, 1, go! So, wissen wir, ob hier noch irgendwas Schickes ist. Aber scheinbar nicht. Oh, wie gemein. Ich hoffe, ich habe nichts übersehen, aber ich glaube nicht. Vier Worte gelernt hier wieder, das scheppert. Go, go, go! Wir haben noch keine Zeit. Okay, hier wächst auf jeden Fall Titan auf dem... war ich da jetzt schon oder nicht? Letzten Endes ist es egal. Ich kann mir wieder den nächsten rufen hier. Guck mal an, was hier an Höhlen sind. Nichts rufen. So viel dazu. Keine freien Plätze in Anzug im Winter. Jetzt aber. Produkt hergestellt. Ich denke mal, ich lasse das dann hier auch mit der Untersuchung mal sein. Ich denke mal, die letzten zwei Lebewesen werde ich, denke mal, für mich selber suchen. Übertragungssignal suchen. Sobald ich sie gefunden habe, drücke ich mal kurz auf den Knopf rauf, weil es ist echt ziemlich viel, muss ich sagen. Wieder wird Neues entdeckt. Unterschlupf können wir natürlich nochmal hinfahren. Hinfliegen. Ach, das ist übrigens der Baum. Fällt mir gerade auf, den ich mal analysieren wollte. Ich finde den irgendwie faszinierend. Hier ist aber auch nichts auf diesem Planeten. Absolut tote Hose. Und ich weiß nicht mal, ob ich irgendwie im Kreis fliege oder... oder ob das jetzt irgendwie...
alles geradlinig läuft. Wisst ihr, was ich meine? Ob ich vielleicht schon auf der anderen Seite vom Planeten bin oder. Aber ich wollte eigentlich zu meinem Raumschiff. Wow, ich hält. Und deswegen will ich auch irgendwann mal das Sonnensystem verlassen. Mensch, das ist alles. Beziehungsweise bevor ich das hier verlasse, muss ich eigentlich noch Namen vergeben. Das ist ein Haufen Schotter, der da wartet. Wir gehen mal fix zum Unterschlupf und dann zu diesem. Monolithen. Kann man überall anhalten. Das ist, ich lasse das jetzt mal gut sein. Was ist das schon wieder? Was jetzt? Wir fliegen jetzt weiter. Sequenz eingeleitet. Wenn ich genau wüsste, ich bin zum Beispiel auf der anderen Seite vom Planeten oder so, dass es mal Sinn macht, noch zu suchen. Habe ich den Scheiß etwas schnell entdeckt? Natürlich habe ich den Mist schnell entdeckt. Hier waren wir schon. Aber er verschwindet vom Radar halt. Nee, war ich wohl doch noch nicht. 22:50 Uhr. Wie hier die Zeit vergeht, ne? Oh, das ist irgendwie. Das macht mich traurig. Ich würde am liebsten noch ewig weiterspielen. Hat er sich gerade am Hintern gekratzt? Ist doch gar nicht voll. Doch, Raumschiff. Ich verstehe nicht ein Wort. Ernsthaft? Öffnet ein laut quietschendes Handelsfach. Eine genaue Untersuchung zeigt, dass es voller sich windende Moluxen ist. Sie sind pink, schneckenähnlich und haben scharfe, blutverschmierte Zähne, blutbeschmierte. Die Lebensform deutet darauf hin, dass das Einführen der Schnecke im Gesichtsbereich nützlich wäre. Welche Öffnung sie genau meint, weiß ich allerdings nicht. Ernsthaft? Es gibt eine Star Trek-Folge, wo eine Schnecke durch das Ohr eingepflanzt wird. Warte mal, ich komme gleich auf dich zurück. Moment. Und das Stellar. Scheiße. Hätte ja klappen können. Also die haben blutverschmierte Zähne. Quatsch. Hallo? Ich mach die Nase. Du nimmst Schaden. Manu! Darf ich nochmal? Ach Quatsch. Oh, Alter, mit rechts abklicken. Ne, ich wollte eigentlich unterbrechen, dass er schneller labert. Aber gut, das müssen wir wohl dann. Es
Also, okay, ist einverstanden. Sehr schön. Okay, na gut. Aber jetzt mal ernsthaft, die Schnecke mit blutverschmierten Zähnen. Welche Öffnung im Gesicht würdet ihr denn bitte schön wählen? Wahrscheinlich den Mund, ne? Kopf abbeißen und dann ist... Boah, ist das... Der bloße Gedanke daran ist eklig. Weiß ich, habe ich alles schon entdeckt. Ich habe eigentlich geguckt, ob hier irgendwelche Lebensformen sind. Aber ich habe kein Glück. Dann holen wir jetzt den Punkt noch. Und da muss ich leider Gottes aufhören. Ich will nicht, aber ich muss es tatsächlich. Was war das denn gerade? Sag doch was. Wir haben keinen Schub mehr. Wobei wir trotzdem nicht so wirklich schnell sind. Aber überlegt mal, 18 Trilliarden Planeten. Es ist unwahrscheinlich, dass man einen Planeten überhaupt mal komplett abgrast. Guckt euch die Größenordnung hier mal an. Und dann die Wahrscheinlichkeit, dass man überhaupt irgendwas anderes mal angenommen hat. Es gibt diesen Multiplayer doch. Was war das? Ich dachte, hier unten ist eine große Lebensform. Also es gibt diesen Multiplayer doch. Aber die Wahrscheinlichkeit, das zu finden, was der andere angeklickt hat, ist schon sehr winzig, sagen wir es so. Das ist irgendwie... Alles Geld, was da liegt, ich weiß, ich weiß. Guck mal, an wie viele Stationen wir mittlerweile vorbeigeflogen sind. Jetzt mal gute Hoffnung. Oh, das leuchtet aber toll. Wir landen kurz. Was so schön leuchtet. Wenigstens mal immer speichern. Übrigens, der Tipp ist von... wunderbar gewesen mit den Einstellungen. Das Einzige, was ich nicht hochgeschraubt habe, sind die Schatten, weil die haben meine FPS gekillt, die ich beim Aufnehmen brauche. Ansonsten alles auf Anschlag geschraubt und Schatten auf niedrig und siehe da. Das ist doch alles irgendwie bekloppt. Wahrscheinlich muss ich einfach nur über den Planeten laufen. Hätte wahrscheinlich viel, viel mehr Erfolg.
Weil wenn es Fleischfresser sind, hätten sie mich wahrscheinlich irgendwann früher oder später angegriffen. Ich laufe die letzten paar Meter mal. Vielleicht spawnen dann auch mal welche. Ich weiß ja nicht, wie random die kommen. Grün ist. Das leuchtet aber extrem. Lebenserhaltungssystemenergie niedrig. Warte mal. Nee, das ist falsch. Exo-Anzug. Tamium nur noch. Okay. Technologie aufgeladen. Technologie aufgeladen. Alles klar. Es klingt, als wenn hier irgendwelche riesigen Viecher umherlaufen. Von den Geräuschkulissen. Nur sehen tut man keiner. Ach Gott, ach Gott. Ich mach mal wieder hier einen auf Running Man, genau. Klingt nach dem Plan. Machen wir noch 10 Minuten Running Man. Vielleicht finden wir noch eine oder zwei Kreaturen. Geräusch hier, nimm mal ernsthaft, das klingt, als wenn es unterirdisch ist. Ich hoffe nicht, dass die vereinzelt irgendwelche fetten Vögel oben in die Lüfte gesetzt haben, an denen ich schon 10.000 Mal vorbeigeflogen bin. Wow, die Goldader. Kein Platz mehr im Exo. Keine freien Plätze im Schiffsinventar. Also ernsthaft, man kriegt hier tatsächlich ein bisschen Muffensausen bei den Geräuschen. Ah, das ist Aluminium, okay. Stabilisiert sich. Hey, jetzt bin ich gerade verwirrt. Wo ist denn der hin? Ach, da lang. Sehr höchst merkwürdig, genau. Sehr höchst merkwürdig. Ich weiß ja nicht, ob das Ding irgendwann auch mal ein Upgrade kriegt, dass der auf größere Distanzen noch irgendwas erkennt. Aber so mal am Rande ist das Ding echt für'n Arsch. Beziehungsweise der Planet ist ziemlich für'n Arsch. Keine freien Plätze in Anzug im Winter. War ja klar. Habe ich den jetzt so spät gesehen?